Gut. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich sie ausspreche. Valili oder Valil die Ozon? Ich glaube, Valil die Ozon, ne? Die Ozon? Ozon? Oder Valili? Valil. Ich glaub, Valil wäre das auf Französisch. Ich kann ja mal Google fragen. Pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, das werdet ihr ja auch hören. Jetzt kommt's. Google Übersetzer. Französisch. Aha, er sagt, das ist kroatisch. Glaube ich irgendwie nicht. Ja, kroatisch, lol. Valeri Was? Versteht man ja gar nicht. Ozon. Okay. Wenn ich auf Französisch stelle. Valérie Aha, das hört sich schon besser an. Wie? Deauzon. Valérie? Valérie hat sie übernommen. Nee, die heißt aber Valélie. Warum haut sie da denn eine Erde rein? So, jetzt nochmal. Deauzon. Valélie de Ozon. Jetzt haben wir es, Valili die Ozon. Also, Valili die Ozon, eine Maid. Valili kommt aus einer Bauernfamilie, die in Paravon lebt. Sie wurde mit zwei unterschiedlichen Haarfarben geboren und schon mit 4 Jahren entzog die Feenzauberin den Eltern das Kind, um es in die Anderswelt zu bringen. In der Anderswelt wurde sie zu einer Maid ausgebildet und lernte die Bernsteinmagie, Verhalten am Hofe, Beraterfunktionen, Heilkunde und vieles mehr. Mit 55 Jahren ist Valili nach Bretonia zurückgekehrt und dient schon eine ganze Weile Herzog Alberic de Bordeloux in Bretonia und in den südlichen Reichen. Valili de Ozons Eltern sind allerdings inzwischen verstorben wegen Plünderungen der Tiermenschen. Das zunächst jetzt erstmal zu ihr. Und jetzt kommt der andere, der noch bei der Feenzauberin ist. Und weiter habe ich ja sonst keine. Und nein, das ist Zagat. Der erste ist Mark. Ja, Mark Armistead. Den kann man wenigstens noch aussprechen. Kann da eigentlich eine bessere Waffe kriegen, ja, den Heldentöter. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Gut, ich gehe wieder zurück auf den Desktop. Also, Mark Armistead. Und danach komme ich dann gleich zu dem, was du geschrieben hast. Mark wurde blind in einem Dorf nahe Bordeloux geboren. Die Eltern dieses Säuglings setzten das Kind wegen der Blindheit in einer Scheune aus und verließen das Dorf. Einige Stunden später fand eine Maid das Kind und es wurde zur Feenzauberin nach Carcassonne gebracht, um herauszufinden, ob die Blindheit Fluch oder Segen war. Mark Armistead verschwand in die Anderswelt für fast 50 Jahre. Wozu und was er dort lernte, ist nicht bekannt, aber seine Fähigkeiten als Paladin sind vom unschätzbaren Wert für die Feenzauberin. Das also zu Mark Armistead. Und jetzt bin ich mit der Lore durch.